Moin Leute, willkommen hier zurück zu Icarus. So, ich bin mittlerweile nach Hause gelaufen, habe noch ein paar Viecher unterwegs erlegt. Dass wir da auch wieder schön Sachen haben. So, Oxid wieder hinzufügen und... So, wir sind hier recht voll, ne? Das hat so. Ich glaube, ich muss mal noch eine Kiste herstellen. Gut, dann könnte man theoretisch schon das erste Leder herstellen. Das spare ich mir aber noch. So, wir können hier jetzt mal das erste Zeug einschmelzen. So, mal gucken, ob das nur eins gibt. Sonst müssen wir nämlich nochmal los. Ja, gibt nur eins. Okay. Das ist doof. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal los zur nächsten Höhle. Fleisch. Sobald ich mir die Sachen hergestellt habe, die ich noch brauche. Hier diesen Sauerstoffdingens. So viel brauchen wir zwar nicht, aber ich stelle es trotzdem her. So, die nehmen dann nämlich alles mit. Die kommen jetzt nämlich hier rein. So. Ach genau, der braucht noch Schwefel. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und natürlich Oxid. Können wir den hier nämlich abreißen. Brauchen wir nämlich nicht. Dann kommt das hier nämlich rein alles. So, Oxid. So, dann brauchen wir noch natürlich Treibstoff. Das macht hier die Dinger voll. Den können wir zerstören. Brauchen wir nicht mehr. Das können wir uns sparen. So. Essen wir noch was? So, das erste Ding ist voll. Dann packen wir uns nämlich jetzt hier rein. Jetzt haben wir da immer erstmal gut Sauerstoff. Das reicht ja mal ein Weilchen. So. Okay, das können wir hier reinpacken. So, jetzt haben wir hier einen Haufen Knochen. Ne? Okay. Ich mache den Trinkschlauch nicht, weil da geht immer das Wasser durch. Das bringt da nicht so viel. Textilhammer. Arbeiten können wir nicht machen. Ja, Amboss wäre das nächste. Brauchen wir halt noch mehr Eisenbahn. Ne? Da müssen wir dann gleich mal schauen. Können wir uns schon eine Lederrüstung hier machen? Eigentlich schon. Oh, reicht halt nicht ganz. Nicht genug Leder. Leider. Okay. Ja, das Fleisch verdirbt leider sehr schnell, ne? Allerdings haben wir davon auch Unmengen, ne? Das soll jetzt nicht das Problem sein. Ich glaube, hier wird gleich eins schlecht. Ja. Es zählt runter. Genau. Das tut zum Glück jetzt immer einzelne Stacks runterzählen. Das war nämlich am Anfang auch nicht so. So, wir müssen noch ein bisschen jagen. Wir brauchen nämlich 4 Leder. Knochen brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Aber ich nehme es trotzdem mit, weil die brauchen wir dann später noch. So, jetzt wird es im Dunkel. Da hinten ist noch ein Vieh. An der Wand. Zwar nur eine Ziege, aber besser als nichts. Oder? Nee, ist ein Hirsch sogar. Ah, leider nicht erwischt.
Ist mir leider entwischt. Schau doch mal, ob wir ihn erwischen, ha? Ein paar Pfeile wird jetzt verschossen. Wo ist er denn? Hallo, Hirsch. Da ist er. Ich sehe nichts. Der läuft, glaube ich, wieder zurück zur Position, kann das sein? Jetzt komm her. Blöder Hirsch. Darf doch nicht wahr sein. So ein blödes Vieh, hä? Ist auch dunkel, da sieht man kaum was. Da gerade meine Hütte brennt, aber. Die war nicht so. Ich brauche mal ein paar bessere Pfeile her, hä? Wo ist denn der blöde Hirsch jetzt? Ich sehe nichts mehr. Okay. Gehen wir mal in die Hütte. So. Hier haben wir jetzt schon ein bisschen was eingeschmolzen. Das bringt noch nicht so viel. Es sind nur 14 rausgekommen. Da kommt nur die Hälfte raus. Tatsächlich. Ich brauche 2 Stück für einen Eisenpartner. Geil. Okay, das braucht dann offenbar richtig viel Material. Machen wir uns mal Knochenpfeile, würde ich sagen. Hm? Wie kriegt man denn raus? 28, ja komm. Mach's mal 15, das reicht. So, mit R gedrückt halten, kann man jetzt schön die Pfeile auswählen. Knochenpfeile sind nämlich ein bisschen besser. Er macht 31 plus 35. Die Knochenpfeile haben da Crit-Chance. Was natürlich um einiges besser ist dann. So. Müssen wir was reparieren? Nein, ist nur ein laues Lüftchen, das geht. Okay. So, Seile. Seile brauchen wir erstmal nicht. Können wir hier schauen, ob wir schon was machen können? Fasern brauchen wir, okay. Ah, ist ein bisschen dunkel. Ich muss doch sagen, diese Sense macht doch erheblich mehr Sinn. So. Oh, soll vielleicht nicht mit offener Tür das machen, ne? Kann nämlich kaputt gehen alles hier drin, wenn der Wind reinbläst. Das wäre dann nicht so doll. Aber passt alles. Okay. Sehr schön. So. Was wollte ich jetzt? Wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich bauen. Ach genau. Die Sachen hier. So. Jetzt fehlt bloß noch die Beinschienen. Müssen am Feuer stehen, sonst verbrennen wir uns die Füße. So. Dann rüsten wir das mal aus hier. Wir haben bloß noch die Beinschutz. Gibt es nicht auch einen Boni? Auch wenn es nicht viel ist. Widerstand gegen Aussetzung, Kältewiderstand, physischer Widerstand. Ist gut. So, würde ich sagen, wir gehen mal schlafen. Eine Runde. Gutes Nächtle. Und guten Morgen. Essen haben wir schon. Tür zu. Oh, was ist das? Was ist das für ein Gewitterwölkchen?
Mag er nicht so. Ist zu frisch hier draußen, ne? So, mal gucken, ob wir noch ein Tier sehen jetzt im Halbdunkeln. Sieht aber eher nicht so aus, okay. Mal die Dinger hier reparieren. Wo ist das? Steinfall brauchen wir nicht. Weg damit. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir noch zur nächsten Höhle. Gleich. Müssen wir gerade schauen, wo die hier ist. Unsere schöne Karte. So, wir haben im Süden zwei Stück, im Norden ist noch eine. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal in den Süden oder Norden. Norden ist näher. Lohnt sich dann mehr. Wenn wir erstmal die im Norden machen, dann unten die zwei auf einmal. Okay, die ist dann hier. Die eine Höhle. Ach, hier sieht man übrigens auch die Satellitenteile, wo man einsammeln muss. Bis hier oben ist Arktis und das hier ist Arktis und hier ist nochmal Waldbiom. Da bin ich mal gespannt. Und gleich mal gucken, wo das ist. M11 ist in der Nähe eines Sees. Sehr schön. Die anderen. N15. Okay, das ist dann ganz weit drin im Wald, Eisbiom. Der andere dann wahrscheinlich auch, oder? I17. Nee, I7. Ah, ist nicht ganz so weit weg. Aber ist auch in der Nähe von See. Also können wir uns eigentlich immer von See zu See angeln, würde ich sagen. Und ich hoffe, die haben den Dingens Respawn reduziert, den Wolf Respawn. Der ist nämlich echt übel. Was da an Tieren kam. Ich wollte nach Norden, ne? Das war nicht schön. Wieso habe ich immer noch rote XP? Ist ja voll nervig. So, rennen wir mal. Noch ein paar Tiere mitnehmen unterwegs. Wo sind wir denn? Jetzt wird mal das Holz daheim lassen, ne? Viel zu viel wieder dabei. Mann, Mann, Mann. Ein bisschen ans Feuer, nicht die Füße verbrennen. Knochen können wir da lassen. Das Leder. Wo die Knochen. Das Leder können wir auch drüben reintun. Immer Platz sparen in den Kisten. Hier die Fasern auch. Brauchen wir jetzt auch nicht hier. Das können wir mal ausmachen. So, nach Norden wollten wir. Auf geht's! Jetzt was schauen, Moment. Wir machen mal eben Pause und ich laufe da mal hin. Passiere ich mal die Aufnahme so lang. So, da bin ich auch schon wieder. Müsste jetzt hier gleich irgendwo in die Höhle kommen. Wir haben gar keine Felsdinger mehr davor. Ach, hier gibt es ja sogar richtig viel Eisen. Ist ja super. Hätte aber gleich hierher gehen sollen. Wäre gescheiter gewesen. Naja, kannst du ja nicht vorher wissen, ne? Ich frage mich ja, ob es dann bessere... Ja doch, ist es eigentlich... Was war das? Ich war das, okay. Bessere Schmelzdingsbank geben. Das können so Eisen. Gerade schauen.
gucken wir doch mal schnell. Stein noch oben, den haben wir gerade. Das nächste war Dungeohren. Schon, ne? Der nächsthöchste. Ach genau, den brauchen wir dann für den Stahl. Und gleich mal freischalten. So, Feldflasche. Wäre vielleicht dann auch nicht schlecht. Warte mal, für den brauchen wir noch Betonmischen. Das heißt, wir brauchen noch den Betonmischer. Was ist das? Ach, im Untergrund kann man damit arbeiten. Kitchenbench, Sauerstofftank. Ja, das wäre alles ganz nett. Biosprit, okay. Interessant. Ich weiß immer nicht, wo man diese Dinges hermacht hier. Wie heißt's? Stahlnägel. Oder Eisennägel zumindest. Oder sonst was für Nägel. Hier vielleicht? Ne, brauchen wir auch Kuppernähe, siehst du? Das kann es dann schon mal nicht sein. Müssen wir mal schauen dann, ne? Sehr komisch. Okay. Mal weiter abbauen. So, da ist noch eins. Das heben wir uns mal auf. Jetzt haben wir hier Kohle. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier gibt es noch richtig viel. Alles. Oh, die Fackel ist irgendwie gerade richtig hell. Kurz regenerieren. Das klingt gerade komisch hier. So, sehr schön. Wie voll sind wir? Ach, wir haben noch eine Menge Platz. Das ist Titan, okay. Ach so, du gehst ja hier gar nicht. Okay. Als ob ich hier schon mal gewesen wäre. Mann, hier ist ja richtig viel Eisenerz. Ist ja wunderbar. Ist wieder alles hier im Fels versteckt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, sowas. So, jetzt haben wir 100. Da kriegen wir dann 50 raus. Reicht das? Eisenaxt brauchen wir dann noch. Ich will diese Plomonie hier. Ist überhaupt nicht nervig. Das mal hier halbieren. Danke. Und so ein Stack. So ein Ding konsumieren. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Ausdauer haben. Nicht wirklich viel. Mal hier hoch. Na. Eieiei. Er geht ganz schön die Ausdauer flöten. Ist überhaupt nicht schön. Na komm, hoch mit dir. Eieiei. Komm ich nicht ran? Sorry.
Schwierig. Gibt es ja eigentlich Medizin dagegen? Gleich mal schauen. Kräuterwerkbank, Ausdauerschub, ausdauerregenerierende Paste. Aber gegen Teunonie direkt gibt es jetzt nichts. Okay. Kräuterkundebank macht man offenbar Fladenbrot, ist mir ja ganz neu. Konfusion und Kontusion, okay. Antibiotik. Oh, und Erfüllungsleitpneumonie. Oh, okay. Das wäre mal interessant dann. Antiparasiten. Das müssen wir uns dann mal genauer anschauen später. Was das macht. Das war Titanerz, das brauchen wir noch nicht wirklich. Hier ist nochmal Kohle. Ja, nehmen wir mit. Kann ja nicht schaden. Sag ich mal, ne? Na? Sehe nix. Ah, das noch ein bisschen. Was das? Das noch was, oder? Nee. Das noch was. Komm schon. Weißt du, willst es auch? Yeah. Will nicht. Okay, dann halt nicht. So, wie viel haben wir jetzt? Kohle. 21. Okay. Nehmen wir die noch mit, hä? Huh? Würde ich sagen. Und auf jeden Fall erstmal eine größere Hütte. Können wir die dann gleich vergrößern, wenn wir dieses Steingebäude haben, das erste. Oh, die Dinger sind schwer. Und das Ding haben wir komplett abgebaut. Sehr schön. Ne? Genau. So, mal hier kurz. Ne? Nicht, dass hier irgendwelche Tiere warten auf uns. Ne, sieht gut aus. Ach, hier ist Platinerz. Okay, ich dachte, das wäre auch noch Eisen gewesen. Aber dem waren wir nicht so. So. Machen wir uns noch hier ein bisschen mit. Unsere Maschine. Also wie man sieht, hält es diese Oxy-Behälter sehr lange. Was sehr gut ist. So. Da machen wir uns mal wieder auf den Rückweg, ne? Würde ich sagen. Wenn ich ja mal wieder kurz Pause machen eigentlich. Warte, das nehmen wir noch mit. Ich sehe gerade, die Axt ist auch gleich kaputt. Die Steinaxt. Oder Pickaxt, besser gesagt, ne? Oh, ich sehe gerade, mein Inventar ist gleich voll. Ach, nicht wegwerfen. Immer komme ich auf Q. Das muss auch mal geändert werden. Das ist nämlich richtig Mist. So, mehr kann man nicht mitnehmen, sonst sind wir nämlich voll. Gut, dann laufe ich mal zurück. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder zum Hause. Ich habe noch zwei kleine Hirschlein erlegt unterwegs. Die habe ich mal mitgenommen. So.
Eisenerz. Erstmal das Schmelzen. Ja, wird nicht ganz reichen, ne? Schmelzen wir das halt auch noch. So, okay. Mal gucken. So, jetzt können wir uns noch die Hosen machen. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich einmal komplett das Set. Je nach Set gibt es verschiedene Boni. Allerdings habe ich das andere noch gar nicht gemacht hier, dieses Stoffset. Ich glaube, da kann man schnell laufen, habe ich gehört. Aber muss jetzt nicht sein. Würde ich sagen, ne? So, dann brauchen wir als nächstes die Betonmischer oder erstmal den Amboss als erstes. Aber 40 Eisenbahn. Uiuiui. Ich würde mal sagen, wir holen noch so lange ein bisschen Holz. So. Nicht auf mich fallen. Das tut weh. Das ist nämlich nicht schön. So, Stumpf. Stopp. Baumstumpf können wir auch wegmachen. Ach, wieder kein Stamina mehr hier. Sehr nervig. Das können wir auch mal mitnehmen, weil die brauchen wir später mal, glaube ich. Und mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob man mehr rauskriegt, wenn man die mit der Sichel wegmacht. Muss man auch mal schauen, ne? So. Vielleicht mal schauen hier, wie das ist. 3, ja. Ich glaube, so kriegt man nur eine raus, genau. Sehr schön. Lohnt sich also, weil man ein bisschen mehr rauskriegt. So. Ein bisschen Holz haben wir jetzt. Das passt soweit. Moment, eigentlich kriegt man eigentlich XP. Ja, kriegt man. Nicht viel, aber. Ne? Bisschen was. So. Nochmal was trinken hier. Oh, mit der Sichel erlegt. So ist aber auch. Das spart natürlich. Na? Aber es ist halt alles Anfängergebiet hier, ne? Von daher. Oh, was haben wir uns jetzt eingefangen? Dysentrie, warte, okay. Antiparasit oder warte. Ja, da warten wir doch lieber. Da verschwenden wir jetzt nichts. So. Schaut's aus? Haben wir schon mal die ersten? Jo. Machen wir erstmal aus. So. Dann können wir den Amboss jetzt machen. Hier war das nicht. War hier? Nee, kann man noch nicht machen, weil Steine fehlen. Toll! Muss ich natürlich wieder keine einstecken hier. Ah, hier wieder so klar. Ich glaube, ich habe hier ums Haus welche, ne? Genau. Dann muss man doch gleich mal ein paar. Mal das ganze Ding dann abbauen. Der Steinaxt dauert es natürlich alles ein bisschen länger. Warum soll das reichen? So.
So, Amboss, ganz wichtig. Eines der wichtigsten Sachen. Boah, leider ist der immer arschteuer. Das ist dann nicht schön. Es ist den Mörser, könnte man noch bauen. Sehe ich gerade. So. Amboss, yay! Bauen wir den mal hin. Daneben am besten, ne? So, jetzt können wir hier nämlich unsere ersten Äxte machen. Am liebsten wäre die Stahlaxt, aber die kann man da nicht herstellen. Ah, hier kann man jetzt auch die Nägel machen. Warum ich viel mal da rausbekommt. Müssen wir da mal schauen. So, Stahl. Kann ich schon Stahl machen? Nee, kann ich nicht, weil mir die Bearbeitungsbank fehlt dafür. Genau. 120 Nägel, okay. So, diese Dingens kann man dann hier irgendwo hinstellen. Das ist nämlich praktisch. Die kann man auch auf Dinge draufstellen. So, hier kann man das Baumharz machen. Stilblumen, genau. Das Epoxy, habe ich das schon freigeschalten? Muss ich das überhaupt freischalten? Ah, hier. Ein organisches Polymer. So, so. Genau, was brauchen wir denn? Entweder Crushed Bones oder Baumharz und Schwefel. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Knochen, da haben wir jede Menge. Kann man den maximal machen, 100. Machen wir das doch mal. So, kann das schon mal durchlaufen. Stahl. Ach, für Stahl brauchen wir halt andere Werkbank erstmal. 40 Eisenbahn, ey. Teuer, teuer, teuer. Das sage ich euch. So, mal gucken, was wir aus einem rauskriegen hier. Bin ich mal gespannt. 10 Stück bloß. Ach, du grüne Neune. Okay. Das ist echt nicht viel, echt wenig. So. Auch 120 von den blöden Dingen und nochmal einen Haufen Eisenbahn. Ist die Frage, lohnt es sich auf die Stahlaxt, Steinaxt zu warten? Weil das kann man ja nur machen in dem anderen Ofen. Das geht ja hier nicht. Das ist das Problem. Ich glaube, ich muss das hier machen. Mit dem Stahl. Wir können auch eine Kiste machen. Beziehungsweise können das hier auch erstmal reinlegen. Das ist auch okay. Können wir da reinlegen. Oh, hier ist das Ding ausgegangen. So. Siliziumdioxid. So, diese Linien brauchen wir erstmal nicht. Da haben wir noch Fleisch. So. Genau, dann brauchen wir noch die Seile. Können wir noch ein bisschen was einsammeln gehen. Würde ich mal sagen.
Sehr praktisch, das Teil. Muss man schon mal so sagen. Nämlich richtig schön viel raus. Brauchen wir uns damit nicht lange aufhalten. So. Das reicht dann schon mal erstmal wieder. Was kommt? Wind. Wind ist okay. Bisschen Regen, ja, das macht alles nicht. Das soll so unsere Hütte aushalten normalerweise. Wenn nichts dazwischen kommt. So. Machen wir wohl doch zuerst die Eisenspitzhacke. Oh, warte mal, da brauchen wir gar nicht so viel. Stopp. So, die ist dann nämlich ein bisschen besser hier als die andere. Das kann man zerstören. Brauchen wir nicht mehr. So. Damit kriegen wir da nicht ein bisschen mehr raus, ne? Eisenachs können wir uns sparen erstmal. Eisenmesser. Ja, nee. Dann lieber hier auf die Stahlsachen gehen. Was? Was kaputt gegangen? Dann gerade so. Als wäre was beschädigt worden. Aber. Scheint alles dicht zu sein. Oh, da kommt eine stärkere Regenfront, sehe ich gerade. Ist natürlich nicht so toll. So. Seile. Hammer. Epoxy brauchen wir 10 Stück. Ein Arsch von Nägel. Ganz toll. Habe ich jetzt die Seile hingetan? Da. So, Seile, Stein, Holz, Eisenbahn und Nägel. Okay, kannst du wieder einschalten. Dann stellen wir mal ein paar Nägel her. Auch mal einige. Ist auch neu, dass man jetzt Nägel herstellen muss. Kostet dann nochmal mehr, ey. Bin ich ein bisschen belasten. Das muss ich schon mal so sagen. Okay. Irgendwelche Tiere hier, die man jagen kann. Hat eher nicht, ne? Da hinten ist was. Da hinten ist ein Vieh. Knöpfen wir uns das mal vor, würde ich sagen, ne? Volltreffer. Sehr schön. Das hier fällt mir. Fehlt. Krieg ich mein Pfeil wieder? Da. Da ist er ja. So, wo bist du? Das hier kann man auch mitnehmen. Hefe ist das nämlich. Ach. Oh, Hilfe. Bäume fallen um. Ich glaube, ich soll mal zurück nach Hause. Ich weiß, wie die Hütte auseinanderfällt. Wäre denn nicht so toll. Gehen wir da jetzt mehr raus? Nicht wirklich, ne? Wenn hier Bäume hingelegt, was soll denn das? Nö, nö, nö. Machen wir hier nämlich unsere Hauptbasis. Dann später können wir noch kleine Zwischenhütten bauen. So, dann gucken wir hier, was kaputt ist. Nö. Sehr schön. Sehr stabil. Das ist schön. Das gefällt mir.
Wunderbar. Das können wir mal essen. Dankeschön. So. Was wollte ich machen? Ich wollte die Dings bauen, genau. 10 Epoxy. Da müssen wir mal schauen. Das können wir gleich hier lassen. Was heißt denn Epoxy? Weiß ich gar nicht. Das weiß ich ja gar nicht. So. Oh, hoppala. So, die Nägel haben wir. Ich brauche nur 120. Verdammt. Okay, dann muss ich nochmal Eisen holen, ha? Huh? Ja, so ein Mist. Ich dachte, da kriegt man mehr raus. Ist ja blöd. Oh, ich sehe gerade, ich habe schon wieder total überzogen. Gut. Würde ich mal sagen, machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Und Abo und Like nicht vergessen, ne? Wisst ihr Bescheid. Bis demnächst.